Halli, Hallöchen. Heute steht ein Beintraining am Programm, wo ich euch... Heute steht ein Beintraining auf... Oh fuck, ich muss tanken. Heute steht ein Beintraining auf dem Programm, wo ich euch mitnehmen werde. Also ich bin schon richtig, richtig hyped. Wir starten mit Leg Extensions. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum um alles in der Welt ich mit Leg Extensions starte. Weil das eine Isolationsübung ist. Falls ihr das noch nie probiert habt, probiert das wirklich aus, vor allem vor einem Beintraining. Ich finde, das ist mega angenehm, eine perfekte Übung, um die Beinmuskulatur aufzuwärmen. Und das werden wir jetzt machen. Wir starten einmal mit ein bisschen weniger Gewicht, einfach, dass wir die Muskeln warm bekommen und ein bisschen ein Gefühl für die Bewegung. Achtet bei Leg Extensions und bei Leg Curls darauf, dass eure Knie ungefähr faustweit auseinander sind, also dass ihr nicht so auseinander seid und dass ihr auch nicht zu weit beisammen seid. Schaut dabei einfach darauf, dass ihr die Bewegung wirklich bewusst macht und nicht locker lasst, also wirklich, dass der Muskel auf Spannung bleibt. Mir persönlich hilft es immer, wenn ich wieder extrem runterziehe und reinspacks, dass ich so kontrolliert wie möglich die Bewegung ausführen kann. Beim Beinstrecker ist es gern der Fall, dass ihr noch 6 bis 7 Wiederholungen wirklich denkt, ihr habt keinen Bock mehr, aber pusht's durch. Da gehen meistens noch 5, 6, 7 Wiederholungen. Falls ihr euch unsicher seid, wie ihr den Beinstrecker für euch idealerweise einstellt, achtet darauf, dass die Achse von dem Gerät in etwa auf der Linie von eurem Kniegelenk liegt und dass wirklich der komplette Oberschenkel auf dem Pad satt aufliegt. Dasselbe beim Beinbeuger. Wenn ihr nämlich zu weit her vorne sitzt, dann geht es auf die Dauer da aufs Knie, weil das sehr unangenehm sein kann. Also immer schauen, dass ihr euch aufs Pad setzt. Ebenso müsst ihr nicht auf die ganz letzte Stufe die Maschine einstellen, weil wie ihr seht, ab diesem Punkt ist es kein aktiver Bewegungsumfang bei mir mehr, weil ich das Bein natürlicherweise nicht einfach so zurückbekommen würde. Deshalb gehe ich da auf die zweite Stufe. In dieser Position hängen meine Beine ziemlich entspannt nach unten, was bedeutet, sie sind nicht überdehnt, nicht überstreckt. Es ist ein Bewegungsumfang, den ich handhaben kann, den ich managen kann und von da aus machen wir die Bewegung. So, weniger quatschen, mehr trainieren. Ich ziehe mich wieder da runter, ich schaue, dass ich komplett auf der Lehne sitze. Jetzt habe ich mich verzögert. Fuck, aber wurscht, da ging noch mehr. Und bei den letzten versuche ich jetzt wirklich langsam die Bewegung zu starten. Kontrahiert halten und wieder langsam zurück. Also die Bewegung wirklich so langsam wie möglich initiieren. Und einmal noch. Jawohl. Bewegung so langsam wie möglich zu initiieren bei den letzten paar Wiederholungen ist ein Tipp, was ich von einem sehr guten Freund und Trainer bekommen habe. Das ist wirklich das, was das absolut Letzte noch aus euch herausholen wird. Probiert es einmal aus, mega Tipp. Ich schnaufe jetzt schon rein wie ein Walross. Einen Satz noch, dann haben wir es mit dieser Übung. Soll ich euch mal ein kleines Geheimnis verraten, was Aufwärmen betrifft. In der Regel bei klassischem Widerstandstraining reicht es völlig aus, wenn ihr diese Übung, die ihr macht, ein paar Mal mit weniger Gewicht und höheren Wiederholungen durchgeht. Einfach damit ihr eurem Körper Chance gebt, sie auf das kommende Bewegungsmuster einzustellen. Damit sage ich nicht, dass Mobility-Übungen oder generell Mobility-Training überflüssig ist. Ich persönlich finde es viel, viel zielführender und sinnvoller,
diese Mobility-Einheiten an einem separaten Tag gezielt zu trainieren, weil man eigentlich mehr davon rausbekommt. In einem öffentlichen Studio zu filmen, teilweise awkward, teilweise nicht. Es reichen mehr oder weniger gute Aufwärmsätze bei eurem normalen Training und wenn ihr zusätzlich zum Training ein bisschen Mobility noch in eure Trainingsroutine hineinpacken könnt, ist es umso idealer, weil ihr dann das meiste aus Mobility und Training rausholen könnt, ohne unnötig viel Zeit zu verschwenden. Letzter Satz. Okay, die Schenkel sind jetzt warm. Jetzt haben wir das klassische Problem, was man gerne mal hat, wenn das Studio relativ klein ist. Die Multipress ist besetzt, was ich für meine nächsten zwei Übungen brauchen würde. Deshalb überlege ich gerade, ob ich noch ein bisschen warte oder ob ich die Struktur von diesem Training einfach ein bisschen umtausche, damit ich trotzdem zeiteffizient trainieren kann. Mir sind im Wesentlichen drei Sachen bei meinen Trainingseinheiten am wichtigsten: Intensität, Effektivität und Effizienz. Bezüglich Effizienz hätten wir jetzt mit der Multipress zwei Übungen gehabt, die wir jetzt zugunsten der Zeit und der Effizienz umtauschen würden. Seid da nicht zu penibel. Wenn was nicht möglich ist, was in einem öffentlichen Fitnessstudio gern der Fall ist, dann ist das nicht möglich, was kein Problem ist. Wir schauen einfach, dass wir mit den Gegebenheiten arbeiten können. So, wir starten mit einem Warm-up-Set. Ich gehe einfach ganz, ganz langsam durch die Bewegung durch. Schau, dass ich durch meinen kompletten Bewegungsumfang komme. Das sind die letzten zwei Wiederholungen, die in dem Set gerade gezählt haben. Die Bank steht zu weit bei der Multipress. Das merkt ihr, wann ihr nicht ideal nach unten, also die Hüfte beugen könnt und dann schnell ansteht. Ich gehe jetzt langsam mit dem Gewicht nach oben, also ich taste mich anhand von kurzen Warm-up-Sets nach oben. Jetzt habe ich jeweils eine 20er Scheibe dazu da. Mach damit wieder ein paar Wiederholungen. Und so gehe ich jetzt nach oben, bis ich bei meinem Arbeitsgewicht bin. So, das sind jetzt 160 Kilo. Nein, 120 Kilo. That's my bad boy.
Als letzten Satz haben wir jetzt noch einen Back-Off-Satz. Das heißt, wir gehen mit dem Gewicht ein bisschen nach unten und holen noch mal so viele Wiederholungen, wie geht, raus. Als nächstes haben wir Dumbbell Squats. Da wo ich wieder genau gleich tue wie vorher. Also ich wärme mich mit meinem Gewicht auf und gehe nach oben. Wie immer alles langsam und kontrolliert. Ein bisschen weiter wie hüftbreit auseinander. Und leicht nach vorne lehnen. Wichtig bei dieser Übung ist, dass ihr die Spannung aus dem Muskel nicht gehen lasst. Also nicht an oberster Position dann ausruhen, indem dass ihr ganz nach oben geht, sondern immer eine Spannung auf dem Muskel haben und halten vor allem. Badala. Letzte Übung für heute, für dieses Beintraining, ist die Beinpresse. Da wo ich jetzt wieder, warte kurz, bis mein Timer abgeht, da wo ich jetzt wieder ein paar Warm-Up-Sätze mache. Achtet bei der Beinpresse immer darauf, dass ihr sie bestmöglich so einstellt, dass sie euer Gesäß nicht abhebt beim Wegdrücken oder beim Runtergehen. Wenn ich noch weiter runtergehen würde, würde sie das nach oben heben. Das wollen wir nicht, also wir wollen das so stabil wie möglich da halten. Und weil das heute unser Quad Leg Day ist, vergesst nicht eure Quads trainieren, auch nicht die Mädels. Der Körperbau schaut komisch aus, wenn man nur einen dicken Arsch hat. Deshalb stellen wir uns mit den Beinen ein bisschen näher zusammen. Vielleicht auch sogar noch ein bisschen weiter nach unten, dass unsere Knie über das Fußgelenk traveln können. Das geht dann mehr auf die Oberschenkel. Wenn ihr die Füße weiter nach oben platziert oder weiter oben platziert und die Knie nicht viel über das Fußgelenk gehen, dann geht es eher auf die Gesäßmuskulatur. Jo, ich bin schon wieder völlig außer Atem. Zum Glück ist das die letzte Übung. Mit 80 Kilo habe ich das gemacht. Okay. Und heute halt mit 80 noch ein paar Warm-Up-Sätze. Da werdet ihr jetzt sehen, was ich meine. Wenn ich jetzt noch weiter nach unten gehen würde, seht ihr das? Wenn ich jetzt ganz nach unten gehe, hebt sie mein Gesäß nach oben. Und aus dieser Position kann ich nicht mit Kraft rausdrücken. Deshalb ruhig eine Stufe weiter oben und euren tatsächlichen Bewegungsumfang nutzen. So, jetzt. Vorher war eins zu weit oben. Okay, 80. Ich weiß nicht, ob ich bereit für das bin. Wir müssen. Das sind so schwer in Erinnerung. Bei der Beinpresse, wie bei den Dumbbells kurz, darauf achten, dass ihr euch da heroben nicht die Spannung aus dem Muskel nehmt, sondern wirklich unter Spannung wegdrückt. Die Spannung in die Beine und in der Gesäßmuskulatur hält und dann drücken. Also richtig auf Spannung bleiben, wegdrücken. Wenn ihr
Darüber hinaus drückt es nicht nur, ist es schlecht für die Gelenke oder potenziell gefährlich, sondern ihr nehmt es auch von der Spannung weg, die wir idealerweise brauchen, um effizient Muskeln aufzubauen. Außerdem wird die Übung 10.000 Mal schwieriger und ihr könnt die Übung auch kontrollierter durchführen. Deshalb immer auf das achten. Vanillepudding in einer Flasche. Oh, super.